Jede zweite Frau ist in ihrem Leben von einer Organsenkung betroffen. Weißt du, wie du es erkennen kannst? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christina Hillenbrand, die Gründerin von Körpergefühl. Und als Beckenbodentherapeutin helfe ich dir zu deinem neuen Körpergefühl. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie sich eine Organsenkung überhaupt anfühlt und ob du es spüren würdest? Du erfährst von mir heute, wie du es erkennen und auch selbst tasten kannst. Im letzten Video hast du erfahren, dass sich Blase, Gebärmutter oder Darm absinken können und welche Ursachen es hat. Ich verlinke dir das Video hier nochmal gerne, dass du nachgucken kannst. Wenn also jede zweite Frau in ihrem Leben von einer Organsenkung betroffen ist, nur aber 10-20% Symptome haben, wie kann ich das dann überhaupt erkennen? Mögliche Ursachen sind, dass du Druck oder ein Fremdkörpergefühl in der Vagina verspürst, vielleicht sogar auch nur nach längerem Stehen oder Gehen oder wenn du in die Hocke gehst. Du hast auch häufig Harndrang oder eine Blasenentzündung oder hast das Gefühl, dass sich die Blase nicht vollständig entleeren kann. Du hast ziehende Unterbauchschmerzen oder Schmerzen beim Sex. Du hast beim Stuhlgang Probleme und kannst dich nur mit manueller Hilfe entleeren, wie zum Beispiel mit Druck auf den Damm. Du leidest unter unteren Rückenschmerzen. Je nach Schweregrad der Senkung werden die Symptome mehr oder weniger wahrgenommen. Was kannst du machen, wenn du die Vermutung hast oder an eine oder mehrere Symptome leidest? Grundsätzlich ist der erste Weg zum Frauenarzt. Wenn du Glück hast, wird dir deine Gynäkologin eine Untersuchung geben und dir danach sagen können, inwieweit dein Beckenboden beschädigt ist. In den meisten Fällen ist dies aber leider nicht der Fall. Dafür gibt es dann uns Beckenbodentherapeuten und wir können eine detaillierte Untersuchung machen, gegebenenfalls sogar mit einem Ultraschallgerät und dir danach genau sagen, was für eine Schädigung und wo die Schädigung ist und dir dann auch, wenn nötig, eine anschließende Therapie geben. Wie kann ich selbst eine Organsenkung feststellen? Zum einen, wenn du an eine oder mehreren der Symptome leidest, dann würde ich auf alle Fälle den Weg zu einer Beckenbodentherapeutin gehen. Der nächste Weg ist auf alle Fälle selbst zu tasten und zwar in unterschiedlichen Zyklusphasen. Das machst du, indem du mit deinen Fingern in die Vagina gehst und tastest, wo du einen Widerstand spürst. Dieser Widerstand wird in der Regel dein Muttermund hier oben sein. Wenn du jetzt deinen Finger weit einführen kannst, ist das schon mal sehr gut. Stößt er aber relativ früh an, würde ich das auf alle Fälle nachgucken lassen. Natürlich hast du auch hier die Blase oder den Darm, die sich senken können, dass sich nochmal ganz anders anfühlt und du selbst schwierig ertasten kannst. Aber der Weg ist trotzdem einer der wichtigsten, um einfach selbst auch immer wieder zu wissen, wie hat es mein Körper sich verändert, wie ist mein Körper in den unterschiedlichsten Zyklusphasen. Ganz wichtig dabei ist, mach das unbedingt im Stehen, denn dort wirkt die Schwerkraft einfach nochmal auf den Beckenboden ein und die ganzen Strukturen verändern sich. Und dann solltest du auch gleich mal tasten, wie gut ist eigentlich deine Beckenbodenkraft. Das kannst du machen, indem du den Finger einführst und dann versuchst anzuspannen und wieder loszulassen. Wirst du jetzt
viel spüren an deinem Finger, dann ist das schon mal sehr gut. Spürst du aber kaum Druck an deinem Finger, bis sogar wenig Druck, dann solltest du das unbedingt bei von uns Beckenbodentherapeutinnen abklären lassen. Wir können ganz genau uns die Struktur angucken und da einfach den individuellen Befund für dich erstellen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es um die Behandlungsmöglichkeiten bei Organsenkung geht. Bis dahin, schön, dass du da warst, deine Christine.